Mal sehen, auch welches Wetter wir uns freuen können. Hoffentlich werden wir hier morgen den ganzen Tag über Regen haben. Aber wie das Wetter übermorgen wird, darüber kann ich ja nur spekulieren. Was für eine Setzung wir anscheinend haben. Die sanftmütigen Wiederkäuer im 7. sind fürs Wetter. Kennen wir doch schon. Nebel des Grauens. Mein. Ha. Ein Numbling, wa? Laublumbling. Ja, aber ein Lampling und ist das jetzt ein Laublampling? Interessant. Another one bites the. Okay, machen wir nicht groß rum hier. Weiter. Ja, das macht Sinn, so lang zu gehen. Funkefleck. Da sehe ich noch was. Ah, da ist noch Schleim. So, der Lärm. Komm. Alles mitnehmen hier, was wir finden können. Ach ja. Aha. Hinterhältig. Who else wants? So. Dann gehen wir nochmal. Wir gehen nochmal kurz zurück. Und dann gehen wir mal, springen wir mal, gucken wir mal, ob wir runterspringen können. Wir wissen, ob ich da runterspringen kann und wenn ja, ob man die platt kriegt. Irgendwann muss ja der erste Tod kommen. Sonne. Regnet, wie es gesagt, wie die Kuh gesagt hat. Es regnet. Nee, ich kann hier wahrscheinlich nicht runter. Schade. Schade, schade. Dann dachte ich, ich kann da runterspringen. Mal gucken, was da abgeht. Aber dem ist leider nicht so. Dann können wir hier weiter rennen. So. Nächstes Gebiet. Sehr, sehr schön.
Okay. Ja, wir kommen zurück. So, da geht's dann wieder nach Heliodor, da geht's zur Smaragdküste. Pferd zu recht klingeln können. Und ich kann jetzt zur Smaragdküste gehen. Fünf Perfektionisten, ah, die kann man auch so finden. Cool. Ich weiß, wir wollen nach Kiesling. Aber das will ich ihm nicht antun. Beziehungsweise mir nicht antun. Werden da bestimmt böse Sachen gemacht haben. Wasserfall bei Kiesling. Das ist eine schöne Gegend hier. Ist das schick hier. Ah. Naja. Dann, okay. Dann geht's hier schon mit dem einen Teil. So, dann gucken wir mal Kiesling. Dann müssen wir doch Kiesling gucken. Ich dachte, hier gibt's noch was Interessantes, aber es führt genau dahin, wo wir anderweitig hinwollen. Zum Königstempel. Wo es die rote Kugel gibt. Rote Kugel. Okay. Welcher Samen muss die Ladezeiten sind echt super. Ist doch eine kurze Ladung. Ein kurzer Ladebalken, aber es geht echt schnell. Wenn sich überlegt, wie es auch sein könnte. Daher. Muss man nichts sagen. Da muss man nichts sagen. So, sorry, ich muss mal kurz was gucken. Nebenbei. Kiesling, wir kommen. Pressenstock. Was es hier nicht schon wieder alles gibt. Ich glaube, den hätte ich eigentlich schon am Anfang finden sollen. Sage nicht, mein Kind. Der Geist des Landes wacht über dich. Nimm deinen Mut zusammen und tue, was du tun musst. Ihr beiden seid dazu bestimmt, zusammen zu sein. Oh, hallo. Ich bin momentan ziemlich beschäftigt. Und wie es aussieht, wird es auch noch eine ganze Weile so bleiben. B
Bürger von Giesingen, wir müssen täglich dankbar sein für den Segen und den wir empfangen. Kommt und sprecht in der Kirche ein Lobesgebet. Wir hier in Giesingen bekommen nicht oft besucht. Ich hoffe, ihr genießt euren Aufenthalt, auch wenn ihr hier leider keine Herberge oder so etwas haben. Aber dafür haben wir Petra. Sie ist immer sehr gastfreundlich und ich bin mir sicher, dass ihr bei ihr unterkommen könnt, wenn ihr nett fragt. Sie wohnt im Osten des Dorfes. Ernsthaft? Du begrüßt mich jetzt? War ich so lange weg schon? Heiligsblechle. Na, ihr wisst es ja jetzt. Das ist Yggdrasil. Mama, ich bin wieder zu Hause. Is that you, dear? I'm cooking your favorite stew. It'll be ready any minute now. You'll be desperate to stuff your face as always, I'm sure. Well, set the table and I'll just give it a last little stir. Doing in my house. What nonsense are you talking? My boy is 6 years old. Who do you think you are, waltzing in here and claiming to be someone you're not? Whoever you are, I want you out of my house this instant. Don't make me say it twice. Okay. Was ist denn hier los? Haben die denen das Gedächtnis? Die haben den ihre Erinnerungen verändert. Mein Kopftuch, das bekomme ich von da. Das bekomme ich nie von da runter. Das Kopftuch des Mädchens hat sich in Ästen des Baumes gefangen. Ihr das Tuch herunterholen? Thank you, Mister. My name's Gemma. Who are you? Can't be right. Oh wait, I get it. That's not your name. You mean you're looking for him, right? He went to look for Chalky. Come on, follow me. Sehr merkwürdig. Beziehungsweise anscheinend haben sie nicht das Gedächtnis gelöscht und irgendwie die Zeit zurückgedreht und ein bisschen was verändert. Oh, ist das süß. Hui, hui. Ein kleines Kind, was im Ding dort. Und das ist Bella wahrscheinlich da und. Da drüben ist Talons. Hey Grandad, can I borrow your ladder? The wind blew Gemma's scarf off and now it's stuck up a tree.
Well, we can't be having that now, can we? Let me go and find it for you. We don't need the ladder anymore. That nice man over there got my headscarf down for me. He said he was looking for you. Is he a friend of yours? Nope. I've never even seen him before. I think it might be me he's looking for, you know? Why don't you two run along and play and leave us grown-ups to talk? All right. Well, well, well. It's you, isn't it? I knew it. I've known you since you were a baby, after all. I knew it was you right away. But you don't look too happy, my lad. Care to tell your old granddad what's on your mind? Talons erzählt Wacke alles, was sich seit seiner Abreise aus Kiesling ereignet hat. I see. So, you're from a future where I'm no longer around. Well, well. And King Carnelian went and threw you in the dungeon? And to think I trusted that he'd do right by you. If I'd known how things were going to turn out, I would have told you everything instead of hiding the truth from you for all those years. But you don't have time to be listening to an old man's regrets. Here's what we're going to do. If you head east out of the village, you'll come to Cobblestone Falls, as you know. Go there and dig in front of the three-sided rock. Got that? The three-sided rock at Cobblestone Falls. You'll know the one I mean. Oh, but what a fine figure of a man you've become. I'm so glad I got to see you all grown up. You be good now, lad. Don't waste your time bearing grudges. Live life with love in your heart. Always saw me right. Das hier für eine Aktion. Das ist total strange gerade. Bestimmt der Insel Grievous von. Okay. Das ist sehr strange. Elf Goldmünzen, yay! Schön, wie es zerbricht. Das macht irgendwie total Laune. Hier entlang zum Kieslinger Hünen. Zürtet nur für befugte Dorfbewohner. Eine geheimnisvolle Barriere aus Licht versperrt den Weg. Interessant. Was ist hier passiert oder was wurde hier gemacht? Sehr merkwürdig. Total seltsam. Die Leute haben die Erinnerung verloren. Beziehungsweise in der Vergangenheit. Sehr interessant. Huh. Thanks for getting Gemma's headscarf back for her. Come back and play anytime you like. It's ages so I gotta go at. What should we play now? Well, we could play
Are you okay? I lost you for a minute there. Not surprising, I guess. Just because you grew up here? What kind of animals are they? Jasper and his goons must have ridden straight here after you got thrown in the dungeons and torched the place. Hey, just now, when you zoned out, the mark on your hand was glowing, and so was the root wrapped around that tree. Was it another one of those visions? Das erzählt Erik, was im Kiesling der Vergangenheit erlebt hat. Wow. So you went back in time and spoke with your granddad and yourself? That is seriously weird. Must have been the root here. It must have the power to show you the past. Well, if what your granddad told you was right, then we need to head over to Cobblestone Falls. Where did you say it was? East of the village? Listen, I know this can't be easy, but hanging around here isn't going to do anybody any good. Come on. Ich bin ein Wanderpriester. In Herve war mir ein schreckliches Gerücht zu Ohren gekommen, laut dem dieses Dorf geschleift werden sollte. Ich eilte hierher, um die Soldaten davon zu von ihrem Vorhaben abzuhalten. Doch wie es aussieht, bin ich zu spät gekommen. Auf König Karneots Befehl hin wurde das Dorf dem Erdboden gleichgemacht, weil der verfluchte Spross der Finsternis hier aufgewachsen ist. Aber hatten die Bewohner Kieslings das wirklich verdient? Wenn man sich die Verwüstung hier ansieht, beginnt man sich zu fragen, wer die wahren Sünder sind. Zumindest die Kirche ist von der Zerstörung verschont geblieben. Drinnen findet ihr ein Bett für müde Wanderer, um sich von den Strapazen der Reise zu erholen. Nun denn, die Lage mag zwar trostlos erscheinen, doch die uralten Rituale spenden uns stets zuversichert. Treue Anhänger des Glaubens, wie kann unsere Kirche euch behilflich sein? Ja, indem wir speichern. Das heißt aber auch für heute. Ich verabschiede mich und danke euch fürs Zuschauen. Und sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Monsters walk the land once more. Andrea is under threat. Are we gonna stand around here all night or are we gonna take action, huh? I'm game if you are. Let's hit the road, partner.